21. April 2021, absolute Premiere. Ja, seit Jahren habe ich keinen Skoda mehr gefilmt und dann kommt mir der nagelneue Kamiq vor die Linse und hier steht er. Ja, das Ganze muss man mal so ein bisschen auf sich wirken lassen, denn es ist so ein, naja, das, was ich sehe, so eine kleine Mischung aus einem Sportwagen und einem SUV. Also ist nicht ganz hoch, nicht ganz tief. Er ist weiß, welche Ausstattung und so weiter. Das werden wir gleich mal erfahren. Für was ja Skoda immer spricht, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine Marke aus dem Volkswagen-Konzern, die wirklich die Leute begeistert. So Kleinigkeiten, die ich noch kenne, das ist zum Beispiel der Regenschirm, der integriert ist. Dann die Beinfreiheit hinten bei den etwas anderen Modellen. Das ist schon absoluter Hammer. Hier ist einmal Mirko. Genau, hallo, ich bin Mirko. Ja. Ich bin hier Verkaufsberater jetzt im 7. Jahr. Und ja. Krass. Hallo. Und du bist fast genauso lang dabei. Genau, ich bin der Alan, auch Verkaufsberater für die Marke Skoda. Guter Kollege von Mirko, auch privat. Also läuft hier auf jeden Fall gut im Team. So, ihr seid auch, ihr habt doch Family, Freundinnen und so weiter. Genau, verheiratet, okay. Ein Sohn, der wird jetzt 9 Monate alt. 9 Monate? Ja, genau. Okay. Also wird. Du bist ein bisschen müde, siehst du aus. Oh, nee, eigentlich nicht. Ich schlafe sehr gut, habe einen sehr tiefen, verhässten Schlaf, von daher alles so gut. Ja, ganz wichtig, wir sind bei der Müller-Gruppe. Ja, viele verbinden ja Müller direkt mal mit Peugeot. Das ist so, aber ihr habt ganz viele Marken, unter anderem sogar BMW, Skoda. Was habt ihr noch? Genau, Mazda haben wir noch, dann ja. Opel. Und okay. Peugeot und Skoda. Ja, Losheim liegt wo? Für alle, die in Deutschland nicht wissen, wo Losheim ist. Oh ja, direkt am See. Es gibt ja viele Losheims, muss man sagen. Also wir sind im Saarland. Also das ist ungefähr zwischen Trier und Saarbrücken. Etwas näher zu Trier, gell? Genau, richtig, ja. Also Trier haben wir deutlich schneller erreicht als Saarbrücken, was natürlich auch an der Verkehrslage manchmal liegt. Ja, ganz wichtig, ihr habt einen Globus hier. Das ist der Grund, warum, ich glaube, Gott in die Welt nach Losheim kommt, oder? Genau, richtig. Also von überall her kommen die Menschen. Nur wegen dem Globus und noch wegen uns vielleicht. Nee, nur wegen dem Globus. Ich zeige es mal gerade von hinten. Also das ist ja der Kamiq. Jetzt habt ihr mir gesagt, ist das der ganz neu rauskam oder der, den es noch gar nicht gibt? Nee, den Kamiq gibt es tatsächlich seit Ende 2019. Also doch ein bisschen länger schon. Allerdings jetzt, so wie er hier steht, in der Clever-Variante, das ist das aktuellste Sondermodell, den gibt es noch nicht so lange. Gut, was ist das für eine Basis? Ist das hier Golf oder? Es ist die modulare Querbauplattform, also da basieren ganz viele drauf, kann man immer so pauschal sagen. Aber geht, ich sag mal, das geht gar nicht mehr, gell? Nee, also was da alles drauf gebaut wird, vom Golf, A3, Scala, Polo, also da wirklich erstrebt sich die Spanne extrem weit. Ne? Ja. Was ziemlich krass ist, der Innenraum wächst immer mehr, die Autos werden aber trotzdem kürzer. Das ist witzig, oder? Ja, das ist richtig. Bei Skoda ist ja generell ganz groß geschrieben, dass der Innenraum ja viel Platz bietet, viel Ablagemöglichkeiten bietet. Und gerade beim Kamiq haben wir halt den Vorteil, dass wir ein sehr kompaktes Fahrzeug haben mit 4,24 Meter Länge. Und trotzdem haben 4 bis 5 Leute ausreichend Platz im Innenraum, wo man auch bequemer irgendwo hinfahren kann, wo es ein bisschen länger dauert. So, da ist ganz viel Volkswagen drin. Wahrscheinlich, wenn wir den Motorraum gleich mal aufmachen, ganz viel VW-Zeichen. Genau, ja. Genau, wenn du mal so liebes Thema aufmachst, das ja. Mal reingucken. Ist das jetzt ein Vierzylinder oder was ist da drin? Hier ist jetzt ein Dreizylinder, ein 1 ja. Liter Turbomotor. Okay. Ja. Sehr sparsam. Natürlich, das sowieso durch dieses Downsizing-Prinzip, was mehr oder weniger bei allen Herstellern momentan vorkommt. Also das heißt ja weniger Hubraum bei gleichbleibender Leistung und niedrigerem Verbrauch. Reden wir jetzt hier, sagen wir im Alltag, irgendwo zwischen 5 und 6 Liter, die auf jeden Fall realistisch sind. Ja, und die Leute in Losheim, die lassen ja gerne mal die Kuh fliegen. Das ist ja so. Ihr habt ja viele Landstraßen. Das ist ja jetzt nicht gerade dem Spritverbrauch dienlich, die man auch richtig schön fahren kann, gell? Genau, richtig. Also hier haben wir viele Landstraßen, viele Kurven. Auch etwas hügeliger ist es hier. Von daher macht das Ganze schon Spaß mit so einem Turbomotor. Ja, ich fahre ja selber Audi zurzeit, also der liegt wie ein Brett auf der Straße. Ja. Der hier ist ein bisschen höher jetzt, oder? Der ist ein wenig höher, tatsächlich, trotzdem hat er keinerlei Einbußen, was den Fahrkomfort angeht. Den gibt es ja optional mit einem adaptiven Sportfahrwerk. Das heißt, Echt? Wenn man es mal ein bisschen härter mag, kann man das auch gerne einstellen. Ne? Wie ist das ungefähr, ist das ein Luftfahrwerk oder ist das... Nee, das geht über ein, ja, wie soll man es sagen, über ein Magnetsystem, was dann dementsprechend stärker bzw. weicher eingestellt wird. Okay, das heißt im Prinzip der Durchfluss der entsprechenden Flüssigkeit ist dann stärker oder weniger stark und dadurch ist die Dämpferleistung weniger oder stark. Richtig, genau. Okay. Ja, ich will es einfach nur verstehen, weil ich habe zum Beispiel Luftfahrwerk im Wohnmobil. Das ist so, adaptives Sportfahrwerk heißt aber auch, die Wankneigung nimmt dann zum Beispiel ab, wenn er sportlicher ist, oder? Zum Beispiel, ja. Wenn man jetzt wirklich mal flotter durch die Kurven fahren will,
geht dadurch besser. So, was ist da für ein Motor drin? Was hat er für Leistung? 110 PS, also 81 kW. Und das Gewicht, kennst du das? Oh, knapp. Jetzt habe ich dich. 1200 Kilo. Wir schauen mal nach. Wir haben nämlich zufälligerweise, das ist übrigens, wie hast du es genannt, die Bushaltestelle. Genau, ja. So haben dann meine Freunde genannt, dass ich immer an der Bushaltestelle sitze. Ja, das ist nämlich dein Büro, da habe ich es mir mal gemütlich gemacht mit meinen Ladegeräten. Da ist er, der Skoda Kamiq Clever 1,0 TSI. Das ist ja so ein 1-Liter-Motor, da hätten ja früher die Leute mit Nasen gerümpft, oder? Ja, sicher. Aber man muss so ein Auto einfach mal fahren und dann weiß man auch, dass es wirklich gut ist. Ja, weil leistungstechnisch steht der den anderen ja nichts nach. Ich zeig mal. Die sagen mal erst gar nicht, dass es ein Dreizylinder ist. Und wenn die von der Probefahrt kommen und wir denen dann sagen, okay, jetzt sind sie gerade mit einem Dreizylinder gefahren, dann fällt es denen wie Schuppen von den Augen. Weil die rechnen halt gar nicht damit, dass ein Dreizylinder so viel Leistung mitbringen kann und trotzdem auch so viel Laufruhe. Weil man kennt es ja von den früheren Dreizylindern, das waren ja kleine Nähmaschinen, die dementsprechend auch ein bisschen lauter waren, nicht ganz so viel Fahrkomfort geboten haben. Und das ist hier definitiv nicht der Fall. Also was mir auffällt, ist so vom, ich sag mal, von der Geräuschentwicklung her, wenn er ein bisschen kalt ist, klingt er so ein bisschen wie so ein Dieselmotor am Anfang. Das ist mir aufgefallen. So ein ganz kleines bisschen nach einer Minute merkst du es gar nicht mehr. Nee, das ist tatsächlich nur, wenn man das Fahrzeug anmacht, bis der den Öldruck quasi hochgefahren hat und dann ist das Ganze erledigt. Also ich sag mal maximal 10 Sekunden und dann hört man nichts mehr. Ist Auto leise? Sehr. Also die meisten Kunden, die das Auto probefahren bzw. ihren neuen abholen, die starten den und fragen dann, ist der wirklich schon an? Ist der Motor kaputt? Ja, ich freue mich immer, wenn er angeht bei der Auslieferung. Aber ich sehe schon hier, Schalldämmung ist mit drin, was auch toll ist. Ihr habt extra Lippen mit dabei, was auch natürlich die Verschmutzung, aber auch das ganze Thema, ich sag mal, Windwiderstand. Jetzt überleg mal, du hast hier ein Auto, da steht 4,7 Liter, das ist jetzt noch die alte Norm. Ihr habt gesagt zwischen 5 und 6, aber der fährt ja nicht mit dem Diesel, sondern der fährt mit Benzin. Richtig, ja. Also dadurch, wie gesagt, was der Mirko schon gesagt hat, durch das Downsizing und durch die Turbotechnologie haben wir hier wirklich eine extreme Kraftstoffersparnis. Ne? Also wenn man einen ruhigen Fuß hat, kann es auch gerne mal unter 5 Liter gehen. Das haben wir auch Kunden, die das hinkriegen. So, ja, mach nochmal zu, dass wir den mal sehen, weil es sieht mit einer Motorhaube, die geschlossen ist, deutlich schöner aus. Lampen full LED, nee. Ah, das hier sind jetzt ganz normale LED-Lampen. Gegen Aufpreis gibt es dann auch nochmal die Voll-LED, das heißt, da hat man den automatischen Fahrlichtassistent, der sich geschwindigkeits- und wetterabhängig dann den Situationen anpasst. Das heißt, er kann die Lampen dann verstellen, dass man immer die optimale Lichtausleuchte hat. Aber hier reden wir von dem normalen LED. So, normales LED. Sehr schön. Wenn ich jetzt nicht mehr so gut sehe, Mirko, du musst unbedingt die richtig zumachen, die Klappe. Okay, weil ich wollte aber eigentlich noch auf eins. Ja, sag's. In den Autos ist ja ein Simply Clever Detail oder gibt es ja sehr viele Simply Clever Details. Beim Kamiq war das erste Mal mit drin und zwar haben wir hier einen Scheibenwischwasch-Trichter oder beziehungsweise der Behälter. Nochmal langsam zum Mitschreiben, mach nochmal zu. Echt, die haben sowas entwickelt. Genau, richtig. Gibt es bei keinem anderen Autohersteller. Weil immer, wenn man was nachfüllt, geht in einem Regelfall was daneben. Ja? Und so habe ich direkt eine Trichterform, dass ich das auch dann reinschütten kann, ohne dass was daneben geht. So, das Schöne ist, man kann ihn sogar abnehmen. Genau, das heißt, Dreck kann ich ja doch dann einfach nochmal rausnehmen. Ne, und dann kann ich den Dreck, falls was dazwischen ist, wegschütten. Was auch ziemlich cool ist, das hier. Also normalerweise fummelst du dich ja zu Tode beim Aufmachen der Motorhaube. Genau. Es ist viel einfacher, oder? Richtig, ja. So, wir gucken mal, wo überall Volkswagen draufsteht. Lass mal gucken. Da! VW AG, da steht eins drauf. Der Wagen wird wo gebaut? In Tschechien? In Tschechien, genau, in Kvasini. Gut, du weißt, warum ich das weiß? Nee. Guck mal hier, ich habe nämlich hier mal raufgeguckt und wenn man hier drauf guckt, steht CZ, siehst du? Ah, ja. Und da habe ich mir gedacht, CZ, naja, du hast 50-50 Chance. Die sind unglaublich stolz, die Tschechen, auf ihr Werk, muss man sagen. Also ja, das sind... Wie Saarländer auf Leona und Urpilz. Genau. Steht in dem in irgendwas nach? Ihr habt ja ganz viele Marken hier auch, die da sind. Das ist ein Top-Auto, das heißt die Spaltmaße, alles. Ja, ja. Also du kannst gerne mal mit der Kamera im Detail rundherum gehen. Da wirst du kein Spaltmaß finden, was irgendwie zu breit ist. Warte, ich zeig mal gerade da vorne steht auch VW. Genau. Da steht VW. Wo steht noch VW? Überall. Prinzipiell überall. Das heißt, die Bauteile, hier vorne steht VW, das ist ein Schandwiderstand, irgendwas zum Messen, nehme ich an. Da, also, das ist ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern. Der Motor ist wahrscheinlich auch in anderen Volkswagen, ich sag mal, Töchtern drin, oder? Genau, richtig. Also den Motor kennen wir aus ganz vielen Modellen, vom Polo über den Golf bis über den Octavia. Also den gibt es in fast allen Modellen mittlerweile in der ganzen
Modellpalette. So, jetzt ist es nämlich zu, weil ich wollte das Thema Spaltmaße nämlich ansprechen, wenn die Motorhaube aufgestanden hätte. So, und das ist das, was die meisten Leute dann sehen werden irgendwann mal hinter sich. Was sind das für Leute, die Skoda fahren? Ist das eine ganz spezielle Klientel? Lehrer? Auch. Aber wir haben bei Skoda durch die Bank alle Kunden. Von den Lehrern, von den preisbewussten Kunden, die wirklich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis möchten, bis über die. Es gibt den Kamiqa zum Beispiel auch als Monte Carlo, also auch die junge Generation. Was heißt denn das Monte Carlo? Monte Carlo ist die Sportvariante, da Skoda ja im Rennsportbereich schon früher sehr, sehr gut vertreten war, gerade bei den Monte Carlo Rennen, ist das die Sondervariante für die sportlicheren Modelle. So, die sind da dabei, die Felgen? Die Felgen sind bei dem Clever-Modell standardmäßig, also 17 Zoll. Das sind extra Aero-Felgen, man sieht, die sind relativ dicht gehalten, das ist für den Windwiderstand optimiert quasi abfließen zu lassen. Das Schöne ist natürlich die Spiegel im Wagenfarbe, alles so Kleinigkeiten. Das ist jetzt welches Modell? Ist es in der Mitte ungefähr? Es gibt noch ein höheres? Es gibt noch höhere Modelle. Der Clever ist jetzt aktuell das Sondermodell, basiert auf der mittleren Modellvariante, dem Ambition oder Ambition. Ist aufgewertet durch ein paar Details wie zum Beispiel Klimaautomatik, Sitzheizung, Freisprecheinrichtung, SmartLink, die 17 Zoll Alufelgen. Der kommt serienmäßig mit einer 5-Jahres-Garantie. 5 Jahre? Ja, genau. Also bei den Clever-Modellen. 5? 5. Das ist ja bei Volkswagen, ich habe einen T6, der hatte 2. Ja, genau. Das ist bei Volkswagen, die sagen, wir brauchen keine Garantie, aber es ist halt fürs Gefühl einfach besser. 5 Jahre bis wie viel Kilometer? 100? Standardmäßig 50.000. Gegen einen geringen Aufpreis kann man das auf 100 oder 150.000 noch erweitern. Für die auch nachträglich? Auch nachträglich natürlich, ja. Das heißt, ich fange an, 50.000. Wir sind hier in Losheim, ihr seid am Land, da fahren die Leute ein bisschen mehr als in der Stadt? Also im Bundesschnitt sagt man, die Leute fahren 10.000 Kilometer im Jahr. Deswegen hat Skoda sich für die 50.000 entschieden. Wir raten tatsächlich jedem, die 100.000er Garantie mitzunehmen. Weil ist das sehr viel teurer? Nee, die kostet, glaube ich, keine 200 Euro bei dem Modell. Okay, einmalig. Genau, ja. Okay, verstanden. Also auf jeden Fall machen. Das ist, kann man auch sagen. Der Vorteil ist auch, der Wiederverkaufswert steigt natürlich. Wie ist der Wiederverkaufswert? Die gehen weg wie warme Semmel? Ja, definitiv. Wenn wir mal einen Skoda bei uns in der Gebrauchtwagenabteilung ausstellen, also die stehen definitiv nicht lange, weil es halt einfach, man kennt es halt. Es ist VW-Technik, bekannte Technik in einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die Unterhaltungskosten sind dementsprechend niedriger, weil man sich aus diesem VW-Regal bedienen kann. Das heißt, Teilekosten etc., das ist alles relativ niedrig. Ne? Mirko, mach mal innen auf. Ich habe schon gemerkt, ihr habt euch die Arbeitsteilung überlegt. Du machst die Arbeit, der Kollege redet. Der Zuschauer macht immer mehr Spaß. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Beratung kriege, die Qual der Wahl, ihr habt ja viele Skodas. Mhm. Das hier ist jetzt so, sagen wir mal, so die Mittelklasse. Ihr habt da auch einen ganz großen, ihr habt auch SUVs, richtige, oder? Ja, richtig. Es gibt jetzt noch einen Skoda Karoq, das wäre direkt die nächsthöhere Version. Den fahren wir heute, oder? Oder zeigen? Den fahren wir leider nicht, den zeigen wir nachher noch. Ja, genau, richtig. Und dann noch eine Nummer größer wäre der Kodiaq. Das ist wirklich dann ein Riesenschiff, ne? Weil da hat man wirklich einen riesen Radstand und hat dann natürlich hinten auch auf der Vorsitzreihe sehr viel Platz. Reisebus. Ein kleiner. So in etwa, ja. So, sehr schön. Kann man die Sitze, die Beine übereinander schlagen. Den gibt es auch als Hybrid, den hier? Nein, leider nicht. Also so. Wir haben jetzt hier nur, in Anführungszeichen, nur ein Benzin, aber wir hatten ja schon über die Effizienz eben schon gesprochen. Sehr, sehr sparsam. Also eigentlich brauchen wir hier keinen Diesel. Und der Endkunde, dem ist das egal. Ich ist, glaube ich, eher so der Geschäftskunde, der ist als Geschäftswagen 05 und so. Mach mal hier auf, bitte, dass man reingucken kann. Hier jetzt den doppelten Ladeboden drin. Der Vorteil ist halt, dass wenn ich die Rücksitze umklappe, dass ich eine ebenerdige Ladefläche habe. Mhm. Ja. Und dann kann ich halt einfach hier hingehen, habe dann noch einen zusätzlichen Stauraum, wo ich dann irgendwelche Kleinigkeiten noch eine Tour drunter verstaue kann. Eine Tour drunter heißt das. Das eine ist hier Tour drunter, okay, ja. Nein, ich sag nur, wir sind ja hier in Losheim, das heißt nochmals heißt genau. Eine Tour. Das ist ziemlich genial, wenn du gerade nochmal runter machst, ist ja hier dieser Haken hier. Ja. Ich glaube, wer nicht genau weiß, was es ist, hier ist es nochmal dran gezeichnet. Da könnte man was machen mit? Zum Beispiel Einkaufstaschen? Nee. Ja, ich habe mich da auch eines Besseren belehren gelassen. Dadurch, dass unser Sohn 9 Monate alt ist, habe ich das sogar vor kurzem benötigt, als wir einen neuen Kindersitz eingebaut haben. Also das ist noch ein Tour zusätzlich zur Befestigung von dem Kindersitz. Okay, verstehe. Das heißt, also hier habe ich dann nochmal die Möglichkeit, einen Riemen oder sowas festzumachen, wenn ich jetzt keinen, wie nennt ich das nochmal, Isofix? Genau. Also es gibt ja zusätzlich 2 Systeme. Es gibt ja dieses Isofix-System und dieses Top-Täter-System und da wird dann quasi ein zusätzlicher Haken noch mit. Ach, da
dafür ist dieses Teil da, was mich immer nervt, weil ich es immer sauber machen muss. Ja, das ist ja, leider ist das, wenn man die Sitze umklappt, hat man ruckzuck Dreck drin. Aber ansonsten habe ich aber hier nochmal diese Haken, die ganz wichtig sind, finde ich. Also du hast relativ viel Platz. Das ist jetzt kein Stauraumwunder. Aber das Coole ist, du kannst die Sitze ja umklappen. Wenn du mal gerade mal bei beiden umklappst, dann wirst du sehen, also für den kurzen Jump zum Möbel Martin. Ja, oder Ikea. Oder Ikea. Boah, das geht schon. Also wenn ich jetzt mal hier reingucke, jetzt habe ich richtig viel Platz und ist komplett eben. Genau, richtig. Das ist, wie der Mirko schon gesagt hat, der Vorteil von dem doppelten Boden, von dem ebenen Ladeboden. Man hat einmal die ebene Ladekante, das ist halt so ein B- und Entladen ganz praktisch. Und wenn man die Sitze umlegt, hat man auch eine ebene Fläche, das heißt zum Laden echt extrem komfortabel. Ne? So, jetzt brauche ich mal deine Größe, Mirko. Ja, 1,85 circa. Wieso hast du jetzt überlegt? Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen. Ich wollte mich nicht kleiner machen, als ich bin dann. Ich überlege, dass die Schuhe anhat. Und du? Heute die Hohen anhat. Ja, ihr seid ungefähr gleich groß. Ja, ich bin 1,80 circa, ja. 1,80, so. Du bist jetzt mal das Kind, du darfst mal hinten einsteigen. Okay. Mal gucken, wie du dich da so tust, denn diese Fahrzeuge, habt ihr mir erzählt, werden ganz oft als vollwertige Familienautos verwendet, also nicht als Zweitwagen, sondern das ist ein richtig tolles Auto, wenn du Family hast, 1, 2 Kinder, oder? Genau, richtig. Also da haben wir auch schon ganz viele Familien mit einem Kind. So, bitte einmal mit der Hand oben. Ja, Ausweichplatz. Krass. Könnt sogar einen Hut anhaben. Ist es hier ein Trick oder ist der wirklich so groß? Der ist wirklich so groß, ne? So, jetzt bist du. Du hast jetzt richtig normalen Platz. Also genau, das ist so. Richtig angenehm. Ich habe also noch Platz mit den Knien. Ich könnte sogar noch ein Stück vor. Wenn der Mirko jetzt noch spontan wachsen würde, wäre das auch kein Problem. Also platzmäßig, wie gesagt, echt. So, ich zeige nochmal ganz kurz dem Mirko, dass ich zeige, das ist hier kein Trick. So, auch hier hat man das natürlich ein bisschen ausgebuchtet hier an dem Sitz, dass man noch mehr Platz hat. Du hast 2 Luftausströme an der Seite, hast aber jetzt keine Ladebuchsen hin, oder? Nee, habe ich jetzt hier nicht, gibt es aber optional, kann mitbestellt werden für 50 Euro. Also ist das so wie bei Volkswagen, dass du wirklich alles bestellen kannst, also die Aufpreisliste wie bei Volkswagen? Ja, also wir dürfen wirklich auf fast alles zugreifen, was du im Volkswagen kannst. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche hinten noch eine Steckdose, kann man bestellen? Ja. Wird jetzt hier beim Kamiq ist es nicht möglich, aber beim Karoq oder bei den anderen Modellen ist es dann schon möglich. So, und da wärst du dann, wenn du jetzt hier mit deiner Playstation Fortnite zocken würdest, hinten oder mit der Switch. Elektrische Fensterheber hinten? Ja, natürlich, klar. Mit Komfortfunktion, das heißt einmal dran tippen und dann fahren sie auch einmal komplett runter. So, und auch gang und gäbe, dass es das in den Modellen gibt. Und die Colorverglasung natürlich. Das heißt, die Reling, ist das nur Show oder kann die irgendwas? Die kann auch was. Da kann man auch was draufladen. Geht. Weil ich war nämlich zuletzt, was war das, der Elektro-Volkswagen? Der hat eine Anhängerkupplung, da darf man aber leider überhaupt nichts anziehen. Anhängelast ja, null. Genau, genau. Da darf man nur Räder draufpacken. Ja. Nee, also da könnte man hier sowohl auf die Hängerkupplung als auch aufs Dach könnte man da was draufladen. Gerade jetzt im Moment, wo das Ganze ja so boomt, wo man nirgendwo in Urlaub hin kann, gibt es ja ganz viele Dachzelte, auch die finden hier Platz drauf. Das geht bei dem Elektro auch nicht. Da ist die Dachlast auch null. Genau, genau. Der hier hat aber ganz, also der hat genug Dachlast, um hier wirklich auch ein Zelt oder Fahrräder oder Stand-Up-Paddle oder was man auch immer haben möchte, kann man hier mitführen. Ne? So, Kind Mirko, steig mal aus. Dein Alter nochmal? Bitte? 31. 31, so. Übrigens, meine Kinder sind 33, also hätte ja fast sein können. Es gibt größere Autos. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, ich habe jetzt wirklich eine große Familie, da wäre das vielleicht nicht die erste Wahl, die man da hat, aber würde gehen. Zur Not. Natürlich, klar, auf jeden Fall. Ich meine, man hat jetzt gesehen, wie viel Platz ich hier habe. Ich meine, jetzt in Urlaub nach Portugal. Da wäre halt die Dachbox noch eventuell oben drauf. Ja, würde aber auch gehen. So, sprechen wir mal über das Thema Anhängelast. Also darüber haben wir uns eben mal kurz unterhalten. Immer mehr Fahrzeuge sind jetzt elektrisch. Mhm. Die Leute hier haben ja immer gerne Nachläufer. Ich meine, du weißt ja Gartenarbeit und dann hat man Steine, die man transportieren will. Das geht bei elektrischen immer weniger. Was ist hier ungefähr die Anhängelast bei dem? Das kommt ein bisschen auf die Motorisierung an. Maximal liegen wir bei 1300 Kilo. Gut, das ist bei den meisten elektrischen nicht möglich, muss man dazu sagen. Noch nicht. Tatsächlich nicht. Wir werden ja nachher noch mal zum Enyaq kommen. Da können wir 1000 Kilo anhängen. Also das ist auch mittlerweile ein Vorreiter im Elektrosegment. Aber ich sag mal, wenn man wirklich was ziehen will, wenn man was bewegen will, dann ist der Elektro einfach nicht die richtige Wahl. Da sind wir halt hier bei einem normalen Verbrenner, sind wir definitiv auf der sicheren Seite. So, Alan, du steigst mal hinten ein. Ja. Der Mirko geht mal auf den Fahrersitz. Das war mal gucken, wie
das tolle Auto von innen aussieht. Kamiq, wer kommt denn auf so Namen hier? Das ist ja, also du liest das und dann denkst du, es wäre schon alles erfunden worden und dann gibt es noch Kamiq. Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar. Ja. Du machst es gerade. Genau, richtig. Vorher hat jemand Kleines hier drin gesessen. Ich muss erstmal ein bisschen runter. Der da Alarm. Wirklich wird. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, 5 cm können schon wehtun, ja. So, ich zeig's mal gerade hier vorne. Du hast natürlich auch hier vorne hast du Isofix. Das ist auch nicht selbstverständlich. Genau, richtig. Also auch vorne kann man ein Kind mitnehmen, wenn man einen ganz normalen Kindersitz hat, den man mit Isofix befestigen kann, den man umdrehen kann. Also das ist hier auch gar kein Problem. Deswegen, er ist durchaus familientauglich. So, sogar serienmäßig. Wir sprechen ja hier über jetzt einen, ich sag mal, einen Angebotspreis, den ihr habt, rund 22 Kilo kostet der Wagen. Das ist ja, ich meine, wir reden ja nicht über ein Auto mit 35.000 Euro. Das hier ist ja knapp über 20. Mhm. Trotzdem macht er so Look and Feel so ein bisschen, als wäre er deutlich teurer. Ist das so der Trick von Skoda, dass man denkt, die wären viel teurer? Ja, weil man bekommt halt wirklich sehr viel für das Geld auch geboten. Ja, und okay, das Multifunktionslenkrad ist extra, oder? Nein, ist auch serienmäßig. Echt? Ja, ist serienmäßig, ne? Mit den ganzen Funktionen, mit allem drum und dran, alles serienmäßig. Krass, hier vorne das große Display auch? Ja, das ist das Bolero Musiksystem, also dort drüber kann ich dann ganz normal meinen Freisprechanlage bedienen oder halt eben auch das Radio. Es gibt auch eine CarPlay-Funktion, beziehungsweise SmartLink-Funktion nennt sich das. Da kann ich dann auch dann mein Display vom Navi, vom Handy auch dort drauf widerspiegeln. So, ihr habt das Hightech-Display drin aus meinem T6. Das ist so, das sind alles Varianten, die sind erprobt seit Jahrzehnten in irgendwelchen anderen Volkswagen, die drin sind. Wer sich auskennt, sind auch die gleichen Bedienungselemente an der gleichen Stelle. Das ist hier einmal quer aus dem Volkswagen-Baukasten, oder? Genau, richtig. Also das ist halt immer der Vorteil, was ich auch vielen Kunden immer mitgebe. Skoda war halt immer nicht der Vorreiter in der ganzen Technik, sondern VW. Ja? Und dadurch, dass die Sachen dann aber erprobt sind, wenn VW die ein oder zwei Jahre drin hat und wir die dann weiterbekommen, laufen sie auch einfach. Ja? Okay, das heißt, die armen VW-Leute müssen Probe fahren und die Skoda-Kunden kriegen das ausgereifte Produkt. Genau, und das ist der Vorteil davon. Ja, das sieht man jetzt. Elektroautos gibt es erstmal nur bei VW und dann kommen die anderen. Sechsganggetriebe, ich glaube, das ist auch so ein Brüllwürfel auf der Autobahn, hast du ja auch nicht, oder? Nee, definitiv nicht. Der sechste Gang entspannt das Ganze hier halt doch deutlich, dadurch, dass man die Drehzahl dann ein gutes Stück reduzieren kann. Also da kann man auch bei 140, 150 entspannt fahren. Natürlich, wenn es dann ein bisschen höher geht, 180, 190, da wird es dann auch ein bisschen sportlicher vom Sound. Okay, verstehe. Dafür ist das Auto, glaube ich, auch nicht gemacht. Also wenn du jetzt Außendienstauto, das ist nicht der Fall. Er hat einen Tempomat. Genau, richtig. Der ist ebenfalls serienmäßig, ne? Tempomat. Limiter. Mit Limiter-Funktion, wobei... Was auch viel wichtiger ist, finde ich. Okay, also ich nutze die Limiter-Funktion so gut wie nie. Ich immer. Ja? Ja. Okay. Ja gut, wenn du jetzt in der Baustelle bist, ich bin ja älter wie du und ich brauche meinen Führerschein. Aber Limiter ist ganz praktisch, drückst drauf, der hält die Geschwindigkeit, fährt nicht schneller. Das ist eben mal schnell gemacht, so ein Tempomat. Das ist ja eher, ich glaube, hier in Losheim brauchst du den Tempomat gar nicht, oder? Eher selten. Ja, so. Dafür haben wir doch nicht zu wie die Autobahn oder sonst was. So, mach mal an, dass man hier irgendwas sieht. Wie geht das? Oh, du startest den Motor im Innenraum. Jetzt müssen wir nicht alle sterben. Also dürfen wir das machen. Okay, wir haben ja die Euro 6 die Temp, von daher. Also kann man das atmen, was hinten rauskommt? Natürlich. So, bitte mal das Radio ganz ausmachen. Also jetzt nicht wegen Radio Salü, sonst sperren die mir das Video. DAB Plus ist ja Pflicht. Serienmäßig auch, schon seit mehreren Jahren bei Skoda. Achso, nicht erst seit 1.1. sowieso. Nee, haben wir schon seit mehreren Jahren serienmäßig mit drin. Also bei manchen Herstellern musste man ja wirklich noch für gutes und teures Geld zusätzlich mitbestellen. Aber wir haben wirklich schon länger. Also mein Audi hat gar keinen DAB Plus, weil das war damals noch aufpreispflichtig und das ist gar nicht so lange her. Spannend ist, der Sound war richtig gut. Er hat USB-C natürlich mit drin, das ist ja klar. Kommt da auch ein bisschen Saft raus oder ist das Handy, wenn es angeschlossen wird, erst nach 24 Stunden voll? Nee, also gerade bei USB-C, weil die auch eine deutlich bessere Durchflussgeschwindigkeit haben, ist es doch viel schneller vollgeladen. Weil die Dinger werden ja immer... Das Lenkrad ist Höhen- und Längsverstellbar? Ja. Mach mal. Kann ich hier an der Seite einmal entriegeln, dann kann ich das rausziehen und dann noch eine Tour in der Höhe einstellen. So, dass jeder auch die passende Sitzposition findet. Sehr schön. So, Klimaautomatik? Genau, Klimaautomatik haben wir mit an Bord, zwei Zonen, wird hier auch in zwei verschiedenen Stufen quasi geregelt. Einmal die Schnellfunktionen, die wichtigsten, werden hier über, also noch haptisch über das kleine Cockpit hier unten geregelt und den Rest kann man über den Punkt Menü dann nochmal im Display via Touch einstellen. Das heißt, da kann man auch die manuelle Klimaanlage nochmal drüber laufen lassen, wenn man das lieber möchte.
Genau, die Klimaautomatik nochmal spezieller einstellen der Intensität. Also das ist ja gut so gelöst. Und der Motor läuft gerade, gell? Ja. Krass. Man hört nicht. Ist das das, was genau du sagen wolltest? Genau, das ist der Punkt, den ich eben angesprochen habe. Also man hört nicht, dass der Motor läuft. Trotz Dreizylinder haben wir hier eine sehr, sehr geringe Geräuschentwicklung. Ne? Super. Parksensoren, der hat keine Kamera, gell? Der hat jetzt keine Kamera. Die gibt es aber optional. Das wird dann nochmal komplett hier auf dem Display angezeigt, sobald ich den Rückwärtsgang einlege. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel, wenn ich hier einmal drauf gehe, kriege ich doch dann auch visuell noch hier dargestellt. Also ich kann euch nur empfehlen, kauft euch die Kamera. Die ist nämlich, wenn man es direkt bestellt, nicht teuer. Aber ich habe das Garagentor erwischt mit meinem VW-Bus. Schaden waren 3.500 Euro. Danach haben die auch die Kamera eingebaut. Die Originalkamera, die in der Nachrüstung viel teurer war, muss man sagen. Ja, das ist das, also holt euch die Kamera mit. Denn definitiv. Also das ist geht. Immer eine Empfehlung, jetzt nicht nur zum Rückwärtsfahren. Gerade wenn man aus einer Parklücke ausparkt zum Beispiel, die quer zur Straße ist, hat man immer noch mal einen besseren Einblick, was links und rechts passiert. Also wenn da ein Auto kommt, sieht man das deutlich eher, als wenn man sich die ganze Zeit hier den Nacken verrenken muss. Elektronisches Werkstattbuch ist eine Serie, glaube ich, bei Skoda. Das heißt, es gibt kein Papier mehr, oder? Genau, richtig. Also das läuft hier alles elektronisch. Das heißt, das wird im System gespeichert. Der Kunde kriegt natürlich einen Komplettnachweis in Papierform mit, damit er sich zu Hause was abheften kann. Aber jeder Skoda-Händler deutschlandweit, ich glaube sogar europaweit, kann einsehen, was, wann, wo gemacht wurde. So, Armauflage ist auch dabei, was ziemlich wichtig ist, auch die ist verstellbar. Du kannst sie gerne wieder ausmachen. Ja. Ich bin nicht das hier. Ah, da hat man den Turbo gehört so ein bisschen jetzt, gell? Genau. Hat rumgepfiffen. Genau. Das hörst du aber außen nicht. Wir haben nämlich beide Türen offen. Deswegen hörst du es. Mach mal auf, was da drunter? Da ist noch ein kleines Ablagefach drunter. Super. Ich denke, wir sind durch. Also, hast du noch was zu sagen? Ja, wir würden noch gern gerade einmal auf die SmartLink-Funktion zu sprechen kommen. Das würden wir noch gerade einmal zeigen. Dann müssen wir das Auto noch mal starten. Aber man hört und riecht ja nicht. Der Mirko verbindet das Ganze gerade mal via USB-C. Übrigens, falls man nicht die ganze Zeit das Gekabeltes haben möchte, es gibt hier auch optional eine induktive Ladefunktion. Dann legt man das Handy einfach vorne in die Ablage rein und dann wird es drahtlos geladen. So, du bist kein Fan von iPhone, wie ich sehe. Ah, nee. Ich auch nicht. Das ist sympathisch. Würde aber gehen mit dem iPhone. Würde natürlich auch gehen. Mit den neuesten Generationen tatsächlich auch wireless. Das heißt, man muss keinerlei Kabel mehr verbinden. Das geht dann über WLAN. Sowohl mit iPhone als auch mit Android-Geräten. So, das ist Google Maps. Genau, richtig. Also hier, man braucht tatsächlich das Navigationssystem nicht zwingend mitzubestellen, um navigieren zu können. Dadurch, dass die SmartLink-Funktion serienmäßig drin ist, kann man über das Handy immer auf die Google Maps zurückgreifen und auch schon überall navigieren. Ich nehme an, du hast Spotify, oder? Selbstverständlich. Genau. Mach mal an. Das, was man sieht. Das heißt, ich muss das Handy nicht, ich darf es auch gar nicht in die Hand nehmen. So, ich habe alle Funktionen direkt auf dem Display drauf. Die sind aber so reduziert, dass ich sie während der Fahrt bedienen darf und kann. Genau, richtig. Na, das ist der Vorteil. Am Display darf ich alles nutzen. So, ich will mal gerade sehen, weil der Kollege hat nämlich Ohrringe, wahrscheinlich in der Freizeit auf Tunnel und dürfte etwas härtere Musik bevorzugen. Ach nee, das hier ist noch ganz entspannt. Das ist die Boulder-Playlist. Also das ist... Boulder heißt was? Klettern. Ah, du bist Boulderer? Ja. Echt, wo? Genau. Auch überall. Okay. Wo es sich gerade anbietet, normalerweise in Bexbach, manchmal Richtung Trier. Wir fahren da immer so. Ist das so gefährlich, wie die Leute sagen? Kommt drauf an, wie man sich anstellt. Bist du jemals runtergefallen? Nee. War doch öfter, aber bis jetzt noch nichts Dramatisches passiert. Bis auf ein bisschen Kartoffelsalat, hast du nichts gebrochen? Nee, genau. Komm, wir steigen aus. Ja, ich könnte auch stundenlang mit euch darüber reden, aber wir wollten die halbe Stunde nicht sprengen. Airbag ist natürlich abschaltbar, Klimaautomatik haben wir gesagt, also ein richtig tolles Auto für das Geld, muss man auch sagen. Den gibt es wahrscheinlich noch billiger, wenn ich jetzt so, ich sag mal, Basis-Brot-und-Butter-Version habe, oder? Ja, sicher. Fängt knapp bei 18.000 Euro, knapp über 18.000 Euro an. Ja, dann auf vier Türen? Natürlich, klar. Und eine Batterie noch zusätzlich. Genau. Die Vorderräder sind dann von innen verstellbar, die Zündkerze ist überdacht. Also von daher, es ist ein Auto, aber dann die Basis. Ja, ist so, also viele gucken ja 1% oder ich sag mal Pflegedienst oder so. Die Klimaanlage ist da schon drin in der Basis? Nee, die ist da auch optional. Also man kann ihn bestellen ohne Klimaanlage? Man kann ihn tatsächlich ohne Klimaanlage bestellen, ja. Ist zwar bei den Sommern, die wir die letzten Jahre hatten, nicht so empfehlenswert, aber ja, manche mögen es ja auch Finish, also von daher. Also das hier, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Sondermodell, clever. Ich zeig's nochmal gerade von den Kraftstoffverbrauch her, wir haben hier tatsächlich 4,7 Liter kombiniert und wir haben eine CO2-Effizienzklasse von B. Gewicht von dem Auto 1213 Kilogramm
mit 6-Gang Mechanik und hier liegt es bei 22,99. Das hängt aber davon ab, ruhig mal anrufen. Also wenn Leute Interesse haben, oft ist ja so der Gebrauchtwagen, da kann man vielleicht noch was machen. Da gibt es Aktionen. Genau, ein gutes Stichwort. Es gibt ja aktuell die Kamiq-Wechselwochen bei Skoda. Das heißt, hier kann man für seinen Gebrauchten noch richtig, richtig viel rausholen. Also der muss auch nur irgendwie noch auf 4 Rädern hier ankommen. Es darf allerdings kein Fahrzeug aus dem VW-Konzern sein, mit Ausnahme Skoda, ansonsten jede Fremdmarke. Ich hätte noch einen alten Polo 5N. Geht nicht. Geht leider nicht. Nein, nein, nein. Der fällt nämlich gerade auseinander. Der, ja, das hätte ich angeboten. Aber der Ex-Wagen meiner Tochter, so ist es. Nee, toll. Also ist auch was Tolles zu fahren, Fänger, oder? Auf jeden Fall, ja, definitiv. Weil er gerade von der Größe her auch recht kompakt ist. Er ist sehr übersichtlich. Auch wieder was, wo Skoda extrem Wert drauf legt. Von daher, also wie gesagt, über alle Klassen gerne genommen. Farben bei dem Preis? Farbe ist jetzt hier mit dabei, das ist das Moon Weiß Perleffekt, also eine Metallic-Lackierung. Fängt an bei Energy Blau, das ist dann ein netter Blauton, wie jetzt ähnlich wie der Karoq, der hier steht, in der Unilackierung. Also da ist für jeden Geschmack was mit dabei. Sehr schön. So, wir drehen heute am 21. April 2021 in Losheim am See. Das liegt im Saarland, ungefähr zwischen ja, Trier und Saarbrücken, so plus minus. Ihr seid wirklich schon lange unterwegs mit Skoda hier bei Müller? Ja, also ich bin jetzt seit 7 Jahren schon bei Müller. Das heißt, macht Spaß? Ja, ansonsten. Und was ist Müller? Für was steht Müller? Die Leute kaufen gern hier. Also man, okay, man macht das Radio an, da kommt eure Werbung. Genau, der Slogan war halt immer, wie macht der Müller das? Am besten ist es vorbeikommen und rausfinden. So ist das. Also einmal Mirko Schuler und Alan Zabinski. Genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, perfekt. Sehr, sehr schön. Und wenn ihr Interesse habt, deine Rufnummer, Alan? Meine Nummer ist die 06872-600-734. Ja. Oder per E-Mail an a.zabinski@müller-skoda.com. So ist es. Ansonsten googeln einfach mal nach Mirko oder Alan. Ich schreibe aber die Daten nochmal bei euch in die Beschreibung rein. Einmal bei Facebook und einmal bei YouTube, liebe Fernsehzuschauer. Geht in Facebook rein, Saarland Fernsehen 1, da könnt ihr alle Videos nochmal gucken. Oder geht auf den YouTube-Kanal German Television in dem Fall. Da läuft das Video auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Erstes Video jetzt, war es schlimm? Ja, war okay. Okay. Bei dir? Alles gut. Alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, der Kamiq. Tschüss.